Hi, hier ist wieder die Lara und wir spielen jetzt Recover Croft Tomb Raider Legend. Das war jetzt aber lustig. Okay, ja, machen weiter. Oh, scheiße, ich hab auf die Uhr geguckt. Oh, jetzt muss ich schon wieder rechnen. Dann ist es Uhr 4 und 4 plus 5 ist 9. Okay, so. Und das letzte Mal wurden wir fast von einem Zug überfahren. Na gut, wir waren auf den Zug drauf und es explodiert, aber es ist fast das gleiche. Hey, in meinem letzten Teil habe ich die Kisten noch zerschossen. Geht's denn noch? Wir müssen übrigens mal zählen, wie oft ich in dem anderen Teil. No? No? Welcher war denn das jetzt? Welcher Teil ist denn das jetzt? Die 15. Nee, die 16. Also wie oft ich im Part 15 geht's noch gesagt habe. Und auch fertig die Leiter. Süß. Bestimmt muss ich darüber. Ja. Wie, du hältst dich da jetzt nicht fest. Geh doch. Nein. Ha? Muss ich einfach loslassen? Na. No. Ah! Geht's denn noch? Ja, schon wieder! Schon wieder! Arsch. Dann halt nicht. So. Aha, cool. Ja. Miau. So. Ja. So. Ach so. Okay. Das geht zurück, richtig, und ich muss mich beeilen. Oh, geh rauf, Feuer heiß. Oh. Wir wollen auch nicht, dass du als Chicken McNugget endest, Lara. Du schwingst aber kurz. Blöde Kuh. Okay. Nee, ich wollte dich nicht beleidigen, es tut mir voll leid. Ich hab dich lieb, Lara. Echt jetzt. Das ist kein Secret. Stirb. So. Kann ich da einfach hinspringen? Sieht zu weit aus. Ja, okay. Es wird kälter. Ah, ja. Drücken Sie leer, um zu springen. Und leer länger halten, um weiter zu springen. Echt. Schön zu wissen. Vorsichtig! Oh, geht's noch? Miau. Ich schätze, du bist wieder mal in ein Grab gestolpert. Was macht dieser Typ eigentlich hier? Er versucht abzuhauen und das seit den 50ern. Der arme Kerl ist erfroren. Kein schönes Ende für einen Wissenschaftler. Woher weiß ich, dass das ab den 50ern sein soll? Geht's noch? Das Experiment ging daneben. Der KGB hat alles abgeriegelt. Er wollte durch die Lüftungsschächte fliehen und ist stecken geblieben. Mein Gott. Mein Gott. Genauso wie bei, hat Colt Mirror einen Gamecheck damit gemacht. Wie hieß das? Dark Fall, Lost Souls, genau. Da sind die Synchronisatoren so richtig gut. Was ist dieses Ding? So. Und wir schwingen und schwingen und schwingen. Hier drin ist es ja viel kälter als draußen. Du befindest dich auch in einer Klimaanlage oder sowas. Was habe ich eigentlich gesagt? 9, ne? Irgendwas mit 9. Ja, so lange nehme ich jetzt auf. Ja, ich flieg, wenn Flieger bist du stark. Oh, scheiße. Gar nicht gesehen. Ich bin Lara Croft. Wenn ich einen Schokoriegel aufheben will, mache ich komische Geräusche. Die Strom einzuschalten war wohl keine so tolle Idee. Wie es aussieht, haben da drin ein paar Geräte keinen Saft. Die Heizung zum Beispiel. Jetzt sag mal. Neu. Ja, ich mich, oder? Das ist... Ja, Schwein.
stimmt, war in anderen Abgrund auch besiegt, aber egal. Was soll ich denn jetzt sagen? Was muss ich denn jetzt machen? Ah ja. Scheiße. Ja, genau. Wir sind doch hier in so einer Art Klimaanlage. Zumindest sieht das so aus. Oder Lüftungsschacht oder was ist das hier für ein Scheiß? Warum sollte da eine Heizung an sein? Oder bin ich total falsch und so scheiße und so blöd und weiß gar nicht, was ich hier laber? Und ich schwing nicht weit genug, Mädel. Boah. Mal gucken, ob es so geht. Oh, halt dich fest. Fein. Nein, nein, nein! Die Lampen, sie hat nur den Notstromgenerator gefunden. Sie kam durch den Haupteingang rein. Hier ist sie wohl nicht gewesen. Das da drüben sieht aus wie ein Generator. Den hätte sie sonst bestimmt angeworfen. Okay. So, wer war das jetzt? Was war da jetzt für ein Geräusch? Das hat sich angehört, als ob da jemand reingekommen ist. Also ich weiß, dass ja nichts passiert, aber das hat mir jetzt trotzdem ein bisschen Panik bereitet. Ich mag so, ich guck zwar gern gruselige Sachen, aber selber spielen, das ist bei mir so eine Sache. Ich habe sogar bei den alten Tomb Raider-Teilen ein bisschen Angst, weil da immer so überraschend so verpixeltes Vieh auf dich zukommt. Da kriege ich echt manchmal Panik. Das eine Mal war schön bei Tomb Raider 2, glaube ich, aus diesem Dolchhabel. Da jump ich gerade in Venedig in den Haus in den einen Kerl rum, ne? Und auf einmal, da konnte man bei den Kronleuchtern auf dieses Dach draufklettern. Und ich habe da extra... Das müsste reichen. Ja, Fresse. Ich hatte extra von der Seite geguckt und da auch echt kein Kerl ist, dass ich mich nicht erschrecken kann. Und kletter da hin und auf einmal war da einer. Das heißt, die Kerle sind da aus der Luft entstanden und sind hergekommen. Oder was weiß ich, wie ich das nennen soll. Jedenfalls war da keiner und dann bin ich hingeklettert und auf einmal, ich will dich killen. Das hat mich so angekommen, weil ich voll erschrocken. Das war's. Ich habe mir mal vorgenommen, den Part nicht zu sterben, ob ich das schaffen werde. Ob das giftig ist? Ich schätze, das ist ein Kühlmittel. Keine Ahnung, was für eine tödliche Scheiße die Russen verwendet haben. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ein Kühlmittel? Bestimmt Wettisch oder so. Das ist ja auch nicht für Wäsche. Aber egal. Natürlich sind auch die Stangen und die Seile genauso platziert, dass Lara Croft da durchjumpen kann. So ein Zufall. Ich meine, mir ist klar, dass das so gemacht hat mit Tor. Der Ding ist scharf! Der Ding ist scharf! Bist du scharf? Das ist elektrisch geladen. Ah, hallo. Fährt er los. Wohin? Na, bloß lassen? Nee, doch. Geh über den Nebel. Verdammt, das brennt! War ich da jetzt drin? Scheiße. Vorsicht! Oh, erschreck mich nicht so! Wieso erschrecke ich mich eigentlich bei Legend so? Geht's denn noch? Und ich hab's schon wieder gesagt. Jump. Yay. Tschüss. Hier war noch so eine Seite. Hey, das ist sie. Amanda? Nein, Lara, ich hab zu tun. Du hast dich ziemlich verändert. Dann warst du das in Bolivien, bei Rutland. Ich war schon überall und komme an Orte, von denen du nicht mal träumen kannst. Dieses Mal wirst du zurückbleiben. Tut mir leid. Es tut mir leid, Amanda. Hätte ich gewusst, dass du lebst, hätte ich doch alles in meiner Macht Stehende getan, um dich zu retten. Bitte. Darüber bin ich schon längst hinweg. Weißt du, was mich wirklich geärgert hat? Als ich rauskam und sah, dass ihr weg wart, ohne auch nur zu versuchen zu... Was machen Archäologen doch gleich? Ach, ja, graben. Wir wollten dir ein Denkmal setzen. Von mir aus. Verhindert, dass sie mir folgt. Sieh dir die große Waffe an. Ist das abgefahren? Vielleicht kannst du damit was anfangen. So, das finde ich jetzt behindert. Zwei Sachen. Erstens, Amanda hat ja wohl gesehen, als wir die junge Lara waren, ne?
dass sie verzweifelt versucht hat, das Tor aufzuhalten. Das hat sie aber nicht aus Spaß gemacht, weil sie Muskeltraining machen wollte, sondern um Amanda zu retten. So. Und dann noch was, anstatt irgendwie nur so ein bisschen... Hallo? Das ist ein bisschen überraschend zu tun. Lara, du bist's! Nee, einfach so, hey Amanda, oh, Lara, ich hab grad zu tun. Geht eigentlich kaputt. Arsch, ich werde jetzt explodiert, wenn ich dann lieber gehe. Lol, nee. Was muss ich denn jetzt machen? Es ist da nicht, es ist eigentlich gar nicht so lang her, wo ich das gemacht habe. Aber irgendwie, steck weg. Irgendwie weiß ich gar nicht mehr so genau. Vielleicht muss ich erstmal auf das Ding. Das geht aber nicht mehr, wie wir wissen. Hast du das gesehen? Ja, wir haben völlig verrückte Interferenzen auf dem Video. Also ich würde sagen, das ist eine von Nikola Teslas Coilguns. Aber das ist doch absolut unmöglich. Du könntest recht haben, sie funktioniert nicht richtig. Tja, die Dinge brauchen jede Menge Strom von dem Tesla-Turm da drüben. Wenn du den irgendwie einschalten könntest? Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Wir können die Lücke bestimmt überbrücken. Stimmt, ich hatte immer versucht, da drauf zu kämpfen, das hat nichts gebracht, das weiß ich auch wieder. Wie unauffällig. Ich muss einfach da runter drüber klettern. Erwartet ihr mich schon? Das wäre ziemlich scheiße von euch. Ich sammle jetzt mal eine neue Waffe ein, weil ich eh noch 4 Schuss habe. Komm, ich baller die jetzt mal leer. Oh, mein Name ist Lara Croft. So. Oh, nein. Nee, ich krieg's. Oh, nee. Oh, mit so einem scheiß Schutzschild. Sag mal. Hallo. Ich habe mich schon wieder erschreckt. Ich dachte, er wäre nicht in Betrieb. Das ist nur eine Entladung. Wäre der Turm an, würdest du das merken. Und wenn ich die Energiequelle wäre, wo wäre ich dann? Ganz oben. War der auch nochmal verloren? Auf jeden Fall deine Koordinate verloren. Okay. So. Wir haben eh nur noch 2 Minuten Zeit laut der Uhr. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Hoffentlich kommt noch ein Kontroll. Punkt. Das wird toll. Hä? Ach, darüber. Ah ja. Aber wir haben trotzdem noch 2 Minuten Zeit. Hä? Was muss ich jetzt machen? Ach, da ist so ein Stückchen. Ah. I check it. Wäre es gewesen, wenn ich da und doch nicht so rum. Ja, ja. Ja, komm. Geh mal weiter rauf. Du gehst nicht weiter rauf. Okay. Also wenn du jetzt was falsch machst, Clara. Ist der Strom dran? Nee, okay. Ich dachte, die hält sich an so einer Seitenkacke fest und schwingt sich dann. Oh ja, jetzt mach doch mal hin, du hübscher lila Flimflam Blau. Ja, das macht die Kaste schlau. Nein. Na, geh doch mal weg. Naja. So. Und bestimmt dem. Ich will ja nicht sagen. Boah, was ist doch ein Kerl. Ah. Alles klar, dann verabschiede ich mich erstmal wieder und ich würde sagen, wir sehen uns dann im 17. Teil wieder bei Let's Play Recovered Croft bei Lara. Lol, lol, lol.